Herzlich willkommen bei Mr. Tipptiger. Heute zeige ich euch ein ganz klassisches Origami, diesen sogenannten Origami Ribbon Letter. Das ist ein Brief, den man in ganz außergewöhnlicher Form faltet. Dafür starten wir am besten mit einem halben Origami-Blatt, also einfach in der Mitte durchschneiden. Und dann beginnen wir, indem wir die lange Kante von unten auf die lange Kante von oben falten. Danach gleich nochmal diesen Schritt wiederholen und nochmal die lange Kante von unten auf die lange Kante von oben falten. Die offene Seite bleibt jetzt oben und jetzt falten wir diesen Brief in die Schleifenform, indem wir einmal die linke Seite nach vorne links überlappen lassen, beziehungsweise von links kommend nach rechts überlappen lassen. Und die andere Seite nach hinten wegdrehen und dann über die anderen Streifen drüber klappen. So sieht das Ganze schon mal aus. Jetzt noch nicht festfalten, sondern erst einmal an beiden Seiten ziehen, sodass es eine symmetrische Form hat. Und erst ganz zum Schluss falten wir oben die Seiten nach. Wenn wir das dann angefaltet haben, ist ja fertig. Unser Origami Ribbon Letter. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal bei Mr. Tipptiger.